ersetzen jetzt irgendwas oder ist das komplett neu? Neues System. Es ist neu. Ein Gerät nach Maß, vorgegeben von der Stadt Remscheid. Warum? Warum? Nun, dieses Theater ist über 60 Jahre alt. Und die Art und Weise, wie man damals die Entrauchung angelegt hat, ist natürlich aus der damaligen Zeit heraus. Und das hat mit heutigen Maßstäben nichts mehr zu tun. Und deshalb braucht es natürlich eine Spezialanfertigung. Wie sind Sie denn drauf gekommen? Das muss sich ja irgendwie ergeben haben. Im vorigen Jahr wurde eine Entrauchungsprobe, so nennt man das, durchgeführt. Also künstlicher Nebelrauch wurde im Zuschauerraum eingeführt, um zu gucken, ob er durch die vorgesehenen Kanäle auch tatsächlich nach oben entweicht. Und dabei hat sich herausgestellt, dass bei ungünstigen Witterungsbedingungen, ungünstig heißt in dem Fall, wenn es zu warm ist, also wenn es um die 25 Grad und wärmer ist, dass dann diese Entrauchung über diesen Kamineffekt nicht funktioniert und deshalb braucht es eine Verstärkung über solche Ventilatoren. Und die werden jetzt eingebaut vor Beginn der neuen Spielzeit, die nächste Woche beginnt. Und was kostet die Anlage? Die Maßnahme ist veranschlagt mit ca. 125.000 Euro. Zwei neue Lüfter also, aber die laufen nicht permanent, sondern die werden per Hand dann eingesetzt? Nein, natürlich nicht. Die werden nur in dem Fall von der Feuerwehr, die bei jeder Vorstellung ohnehin hier bei uns vor Ort ist, eingeschaltet. Sollte es einen Brand geben, sollte der Zuschauerraum verraucht sein, dann wird die Anlage manuell gestartet. Und eine Maßanfertigung deshalb, weil der Raum ja vorgegeben war? Richtig. Wir konnten ja nicht das halbe Theater abreißen, sondern wir mussten ja mit den Räumlichkeiten und den Kanälen arbeiten, die für die Entrauchung vorgesehen sind. Immer von drüben rüber. Stimmen die Löcher da drüben schon wieder ein? Das ist schon ein paar Wochen.